Heute ist es soweit, heute kommt ein neues YouTube-Video und heute kommt nach langer Zeit endlich wieder Umschreiben mit keinem geringeren Gast. Man hat ihn wahrscheinlich schon gesehen, weil er am Stativ hängen geblieben ist. Wenn du aufschießt, bleib nicht an der Cam hängen. Mit keinem geringeren Gast als Lazo InScope 21. Sieht man, dass ich auf dem Chest Day war? Überhaupt nicht. Danke. Freut mich. Ganz zum Anfang will ich noch eine Sache loswerden, und zwar dieses Video. Dieses Video wird geschnitten von Loro, weil ich gerade nicht zu Hause bin. Deswegen, Loro, Grüße gehen raus von Nico und von mir. Lass mich gut dastehen, und Nico, da, bei dem ist egal. Leg mir mal mein Gesicht einen Filter, dass ich so richtig clean und fresh aussehe. Schau doch mal gerade in die Kamera, kann das machen. Wie funktioniert Umschreiben? Und da haben wir heute eine Special-Folge, weil ich werde es euch verbal erklären und Nico wird es euch anhand mit Zeichensprache nochmal für die Leute, die jetzt vielleicht nicht hier verstehen, was ich auf Deutsch sage. Du musst jetzt mit Zeichensprache das nachmachen. My is hell dog. Umschreiben funktioniert folgendermaßen. Und zwar hat Sascha hinter der Kamera ein paar Begriffe aufgeschrieben. Als Beispiel, klassisches Beispiel, Fußballspiel. Sascha sagt Samstag 15.30 Uhr, Lazo sagt Bundesliga. Das stimmt im Prinzip, aber wir müssen genau auf das Wort kommen, welches Sascha vorbereitet hat. Nicht schlecht. Ich würde sagen, erster Begriff von Sascha. Ich bin sehr gespannt, wer von uns beiden gewinnen wird. Wir haben es schon lange nicht mehr gedreht. Let's go. Ja. Also es ist erstmal nichts Gutes, wenn das passiert. Ganz kurz, sind wir in der Runde competitive oder? Ja, wir spielen nicht miteinander, wir spielen gegeneinander. Das ist schon jetzt ernst. Okay, wie gesagt, die erste Sache ist erstmal nichts Gutes grundsätzlich. Und die passiert beim... Der Tod! Nee, beim Sport. Unfall! So schlimm ist es nicht. Kreuzbandriss! Hauptsächlich beim Fußball passiert das recht. Rote Karte! Also es ist keine Verletzung, aber das passiert, wenn einer richtig scheiße... Elfmeter! Gelbe Karte! Rote Karte! Eine Person macht einen großen Fehler und dann passiert es. Und dann ist das Team... Man muss sich erstmal überlegen, worum geht's beim Fußballspiel? Um Gewinn! Tore! Genau darum, aber es gibt auch eine extra... Ein Tor! Ja! Sie mit mir, Leute! Team of Us! Du sagst zu uns, ihr müsst mal überlegen, um was es geht. Ja, natürlich, aber ich... Ja. Quietness, please. Okay, das nächste Wort ist ein Naturphänomen. Gewitter! Oh mein Gott, Digga! Hey, Sie mit mir, Team of Us! Sucker! Ich gönn's dir. Du machst jetzt kurz in Sprache, ich Zeichensprache. Genau. Das nächste Ding weiß ich gar nicht, ob es überhaupt noch aktuell ist, dass Leute es machen. Ice Bucket Challenge. Fidget Spinner. Das stellt man wohin, man benutzt es nicht aktuell. Blumentopf. Aber man benutzt es, um quasi, wenn man was gerne hätte, aber aktuell nicht genug Geld dafür hat. Sparschwein. Tresor. Tresor. Wahrscheinlich. Moment mal, ich habe auch nicht genug Geld dafür. Ich kaufe mir erstmal ein Tresor. Okay, das nächste Wort. Das ist ein Ding, was ziemlich beliebt war in den letzten Jahren. Jetzt kommt der Fidget Spinner. Hoverboard. Du hattest es mal vor kurzem, eine kurze Zeit. Nico hat es irgendwie indirekt. Ich hab's auch. Wait! Es ist so, was man trägt. Im Gesicht. Ah! Eine Cap! Nee, im Gesicht trägt man. Ein Pickel! Man sagt, man trägt es, aber eigentlich trägt man es nicht. Eine Sonnenbrille! Brille! Nee. 3D-Brille! Man hat es. Das kann man sich wachsen lassen. Bart! Ja, aber eine bestimmte Form von einem Schnauzer! Ein anderes Wort für Schnauze kann man schon. Oberlippenbart! Ja, aber das ist doch kacke! Das ist doch scheiße hier! Wie hast du doch angefangen zu umschreiben? Aber deine Begriffe sind krass. Ja, man hatte das früher mal. Dann hat man es vielleicht auch nicht mehr. Hör doch auf damit! Soll ich einfach direkt sagen, was es ist? Ja! Das nächste Wort ist Tisch. Tisch! Ja! Wenn man extrem erschöpft ist. Schlafen, Kater, Hangover, Mittagsschlaf. Und man geht dafür meistens. Erholung, wie bitte? Man muss da nicht irgendwo für hin. Badewanne, baden. Powernap! Nee, Powernap ist für kürzeres, aber wenn man auch mal längere Zeit. Mittagsschlaf! Vollschlaf! Mittagsschlaf, nein, das ist der Mittagsschlaf. Nee, ich rede gerade über mehrere Wochen zum Beispiel. Achso, dann ist es. Du meinst über wahrscheinlich was? Damit. Winterschlaf! Viele machen es im Sommer, man kann es auch im Winter machen. Urlaub! Ja. Also, das ist ja. So weit hergeholt. Ich finde es so, von so weit kam es jetzt gar nicht. Ich bin halt in dieses Spendi-Ding gewohnt. Er umschreibt es viel besser als Spendi, aber genau. Ich bin halt dieses Scheiß von Spendi gewohnt. Er umschreibt es halt wirklich, wie man es machen sollte. Er macht es eigentlich wirklich so, wie Spendi sagt so, wenn du nicht wach bist, dann liegst du im Bett und ich schläfst. Ja, richtig. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel gerade nicht schläfst, dann bist du zum Beispiel wach. Richtig. Ja. Jetzt reiß dich mal zusammen, Junge. Wir haben hier ein ernstes, competitives Rennen. Wie viel steht's? Okay, nächste Wort. Dort geht man hin, wenn man schmutzig ist. Solarium. Dusche. Richtig.
Ja, okay, aber das Chavo, war da jetzt gerade schon wieder komplett scheiße. Du nennst mich Mustelago? Dann check mal mein Niro. In der Theo ist Kakao-Stimmung jetzt auf deinem Mido. Und weil du hässlich bist, kriegst du kein Sex on the Beach. Oh, wow. Okay, das nächste Wort ist schwer. Ich glaube, da kommt ihr nicht direkt drauf. Gewicht, Waage. Man findet es, sag ich mal, im Werkzeugkasten oder im Baumarkt. Schlüssel, Da geht es darum, wenn man was befestigen will. Schraubschlüssel. Du meinst wahrscheinlich. Man kauft es im Erlenmeyer-Kolben. Ich höre ihn nicht. Es ist schwer zu beschreiben, was es ist. Aber es ist Kunststoff. Man kann es durch was sagen. Das ist ein Dübel. Ich weiß, ja genau, ein Dübel. Nee, Dübel ist es nicht. Aber es ist so, wenn du zwei Sachen hast und die so miteinander verbinden willst. Sekundenkleber. Ja genau, Kleber. Heißkleberpistole. Es ist mehr ein Objekt, das du auch benutzt dann. Also, das ist schwer zu beschreiben tatsächlich. Gießkanne. Womit man es gut ersetzen kann, ist so Panzertape. Sekundenkleber. Doppelseitiges Klebeband. Es ist ziemlich dünn und lang. Ah, oh mein Gott, ich weiß, was du meinst. Es ist dünn und lang. Ich kann es aber jetzt nicht sagen. Ich weiß, was er meint. Ich kann es ja nicht umschreiben, weil du weißt es dann. Es ist dünn und lang und damit kann man zwei Sachen aneinander heften. Ganz angenommen, du hast jetzt drei Kabel und willst sie zu einem machen. Kabelbinder. Ja, ja, genau, Kabelbinder, ja. Oh mein, ich war ja ganz woanders. Hätte ich angefangen zu umschreiben, dann hätte ich es gehabt. Was bist du für ein Bruder? Ja, gar keiner, weil ich bin ja gegen dich. Du sitzt mir zu nah aneinander eigentlich. Junge, was hast du für ein Problem, Digga? Ich sitze halt hier. Nein, du sagst immer, ja, geh mal weiter weg. Du bleibst doch hier noch hier. Was ist denn der? Alter, ey, bin ich. Das nächste Objekt braucht man, wenn man einen schlechten Atem hat. Atementzug, Inhalator. Bevor ich man kann es auch benutzen, wenn man einfach. Asthma-Spray. Minze. Es geht schon auf jeden Fall in die Richtung, aber es ist was anderes. Kaugummi. Zahnpasta. Es ist einfach nur der Kaugummi. Aber man nimmt es ja nicht, wenn man einen schlechten Atem hat, ein Kaugummi. Also in den seltensten Fällen, wenn du wirklich schlechten Atem hast, dann nimmst du so ein Minzding. Weil Kaugummi ist eher so ein Ding, was man halt rumkaut. Was laberst du? Ein Kaugummi nimmt man genau dafür. Niemand denkt sich so, oh, jetzt habe ich mal Bock auf was zu kauen, ich nehme jetzt ein Kaugummi. Doch. Das nächste ist eine Berufsbezeichnung. Oder es Klempner. Ist nicht eine Bezeichnung, aber so nennt man eine Person, die einen bestimmten Beruf ausführt. Und Astronaut. Viele würden, glaube ich, sagen, das funktioniert nicht, das ist nicht wissenschaftlich. Aber Leute, die vielleicht Fragen haben, die sich selbst nicht... Ja, genau. Genau. Astrophysiker. Anderes Wort. Ja, genau. Vorherseher. Hellseher. Ja, danke für die Vorlage. Danke. Nehmen wir mit. Der Hellseher, Mann. Der Hellseher, natürlich. Ja, aber Spenny jetzt auch wieder anders beschrieben. Da gehst du hin und der sagt dir die Zukunft. Ja, genau, so hat es beschrieben. Ja. Das nächste ist ein Objekt, das man zu Hause hat. Oder viele haben es auch eigentlich. Orangenpresse, Zitronenpresse. Also, das benutzt man, wenn man zum Beispiel Fenster beim Lüftet und man will nicht, dass die Türen so direkt zuschlagen. Nein. Das heißt ganz anders, das Ding heißt Keil. Und du nimmst hier nicht den Türstopper als Begriff, sondern das heißt Keil. Nein, er hat ja den Begriff Türstopper und ich hab's ja gesagt. Aber das heißt Keil und da wissen wir... Nein! Ja, nee. Was ist für Regeln? Das heißt nicht Türstopper, aber ich kam drauf. Man muss ganz klar eine Sache sagen. Der die Begriffe aufgeschrieben hat, der hat es hier einfach Sascha falsch gemacht. Sascha, nächster bitte. Es ist ein Teil von einem Kleidungsstück. Tasche! Und man sagt ja, dass Hosentasche. Das Kleidungsstück auszeichnet. Es geht in die Richtung, aber es ist, man sagt... Quasi, Krawatte. Es hat schon was mit in dem Bereich zu tun. Rollkragen. Es ist der Rollkragen. Es ist der Rollkragen. Doch, es ist der Rollkragen. Leute, falls euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und jetzt bei der neuen Rollkragen-Kollektion bei Ola Kala vorbeischauen. Ja. Was ist das, eine geile Überleitung? Beste nein. Qualität? Nein. Erster Link unten in der Beschreibung, liebe Leute. Schaut jetzt gerne bei unserem Podcast oder bei unserer Show vorbei. Geheimratseck auf YouTube ist unten verlinkt, auf Spotify, auf Apple und eigentlich überall, auch in eurem Supermarkt um die Ecke erhältlich. Schaut gerne bei Nico vorbei. Falls euch das Video gefallen hat, wie gesagt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn es wieder heißt.